Ja, hallo liebe Lichtschwertfreunde, Star Wars Freunde, Fans, willkommen auf meinem Videokanal MikeWildTV zu einem weiteres Video zum Thema Lichtschwert. Ihr habt gesehen, ich habe das eine Lichtschwert jetzt doch fertig gekriegt. Ich habe heute ein bisschen gebastelt. Morgen noch habe ich noch frei, dann geht es wieder los. Der Urlaub ist vorbei. Und ja, Urlaub geht schnell vorbei. Fazit: Die erste Woche war ich krank, die zweite Woche ging es langsam besser. Man kann sich leider nicht aussuchen, aber man guckt nur nach vorne. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem überlegt, mal das Schwert zu bauen. Und werde ich euch jetzt mal gleich mal jetzt mal zeigen, was ich da ein bisschen gemacht habe. Ich habe das ein bisschen verdreckt. Dieses Lichtschwert habe ich überlegt, das habe ich schon mal angefangen, haben die fertig gemacht. Aber jetzt habe ich überlegt, was mal zu beenden. Und es soll so ein Lichtschwert sein, was von irgendjemand, den Jedi oder irgendeine Geschichte aus irgendwelchen Schrottteilen mal von da zusammengebastelt ist, und so sieht es danach aus. Aber ich will jetzt nicht lange fackeln, ich werde euch mal dieses wunderschöne Lichtgriff zeigen. Viel Spaß! So, es hat sich eigentlich nicht viel getan. Ich habe jetzt nur ein bisschen die ganzen Platten nochmal abgemacht, und habe ich die mit sogenannten Schrauben, also festgeschraubt, die Platten. Eigentlich kommt ja noch irgendwas Gummiartiges drauf, weil ich habe noch nichts mehr Passendes dazu. Aber ich habe es auch ein bisschen mit irgendwelcher Farbe ein bisschen dreckig gemacht. Das soll ein bisschen dreckig aussehen. Hier habe ich so ein Stück vom Schraubendreher hinten draufgeklebt. Das dient so als Knopf, Deko-Knopf. Und hier hinter habe ich von E-Zigaretten noch einmal irgendwelche Teile, Verdampfer dran montiert, so als Gürtelclip im Blaubissen. Und hinten als Kappe, das kann man abschrauben. Das ist noch nicht ganz fertig. Da muss eine andere Schraube reinsetzen. Aber hier, so ungefähr, seht ihr das hier. Das habe ich dann so hinten dran montiert. So als Endkappe, Endstück. Sieht cool aus, finde ich. Ganz cool geworden. So, Elektronik ist jetzt noch keine drin. Ich habe von jemandem ein Angebot bekommen, der will mir Elektronik einbauen. Ich warte jetzt erstmal ein bisschen. Ich wollte eigentlich Elektronik hier für den Kyberkristall, weil wir haben ja auch eine Kammer. Ja, auch hier sind Verdampferköpfe, die halten diese Perle fest. Das ist so ein Crate-Drache-Perle. Also es gibt ja einmal Kyberkristalle, die den Schwert zünden, und einmal sogenannte Crate-Drachen-Perlen. Die befinden sich im Magen bei einem Crate-Drachen. Und das ist so eine Perle drin. Die können auch, wenn sie gereinigt werden, auch Schwerter zünden. Da gibt es so eine Schicht davon. So, aber so ganzen, das ist ein Schwert vom einarmen, Bauer, der mal ein Star, er ist auch ein Jedi gewesen, und der hat sich so ein Schwert so von den Schrottteilen zusammengebastelt und hat auch diese Kristallkammer offen gelassen. Vielleicht werde ich noch ein paar Features mal einfallen lassen, davon dieses Schwert noch ein bisschen verändern, aber so weit ganz gut, so soll es auch aussehen. Schlicht einfach, schrottisch. Sieht auch nur aus, so ein bisschen aus jeden Schrottteilen. Aber ich finde, das macht was aus, wenn so ein Schwert aussieht. Manche sehen poliert aus, nur wie hier. Oder einfach schrottig. Schrottig ist gut. Nee, es gibt ja manchmal Geschichten bei sogenannten Star Wars Geschichten. Da gibt es ja Schwerter, die werden ja einfach aus irgendwelchen Schrottteilen. Mein Penny Ray Schrottsammlerin, da gibt es so viel Material, ob es Durastal ist oder andere Legierung, wo Beskar ist, ist immer selten. Aber gibt da so viele Materialien, wo man ein Lichtschwert in Geschichte bauen kann. Und warum nicht? Ich finde es cool geworden. Nur hier muss ich ein bisschen Griffs machen, ein bisschen verändern. Und ich könnte auch, wenn ich will, auch, da passt auch so ein Reflektorenbandstab rein, muss ich mal schauen, weil diese Farbe ist nicht blau, dieses Schwert hat Türkis. Dieser Kristall hier drin, diese Perle, ist Türkis. Und dieses Schwert hat in der Geschichte eine türkise Klinge. Ja? Es gibt ja mehrere Farben bei Lichtschwertern, ob es jetzt blau, es gibt auch ein helles Violett, es gibt verschiedene, es kommt nur auf den Träger und den Kristall an. Aber dieses Kristall und diese Klinge hat Türkis. Da werde ich euch schon mal im kommenden Zeit mal zeigen. Ja, es gehört ein Jedi, und deswegen habe ich es auch hinten noch ein bisschen blau gelassen. Aber ich werde mir noch mal eins machen, für eine dunkle Seite, weil da gibt es auch ein Gegenkontra. Und das ist von Sith Lord. Also der hat auch offen.
Der hat natürlich eine rote Perle oder ein roter Kristall drin. Da werde ich mir was einfallen lassen. Das wird ein geiles Schwert. Und da werde ich auch sogenannte, auch solche hier, diese kann man machen, die sind etwas größer, weil dieses Schwert ist ein bisschen schmal gehalten. Habe ich auch extra schmal gebaut. Und das andere wird ein bisschen wuchtiger. Ja, schau mal. Weil hier war auch damals mal, wollte ich diese Teddy-Taschenlampe reinbauen, die ich wohl schon mal hier in anderen Nischwert reingebaut habe. Aber ich kriege die momentan nicht mehr. Schade. Vielleicht kriege ich mal andere USB-Ladestation LED-Taschenlampe, die ich hier vorne einbauen kann. Bisschen Platz ist noch drin und das wäre cool. Gut. Das war schon Video. Ich wollte euch noch mal ganz kurz zum Endbau von dieses Lichtschwert zeigen. Wenn euch gefallen hat oder sollte, lasst einen Daumen oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt hier wieder. Jetzt erstmal geht es wieder auf der Arbeit. Und morgen kriege ich noch mal, ich habe noch mal zugeschlagen beim Werkzeug, weil Amazon ist ja diese besondere Tage. Da habe ich noch mal einen speziellen Schlüsselsatz gekauft und einmal noch mal eine bestimmte Rohrzange. Diese aussieht wie Tony Starks große Rohrzange. Aber die ist natürlich kleiner. Was soll ich mir so amboschen hier? Aber das zum anderen Mal. Also, ich wünsche euch was. Euer Mike. Bis dann. Ciao.